Ja, herzlich willkommen bei der Komiker, bei einer neuen Rezension. Heute was Spezielles. Wir besprechen nämlich meine drei Lieblingscomics. Hier ist Steffen Liebschner von den Comic Cookies. Hallo. Hi Steffen. Grüß dich. Schön, dass du da bist, mein Freund. Wir kennen uns ja überhaupt nicht sonst. Ich habe dir gesagt, ich möchte gerne die drei wichtigsten Comics besprechen, die es für dich gibt und die es für mich gibt. Goofy, eine komische Historie an. Mhm. Ein Comic, der mich in meiner Kindheit oder in meiner Jugend etwas geprägt hat. Okay. Weil das ein Comic war, der mich auch überhaupt dazu gebracht hat, Comics zu lesen. Mhm. Und zwar war das in unserer Stadtbücherei damals, da gab es diese großformatigen Alben noch von, diese Softcover-Alben von Ehapa mit genau diesen Geschichten drin. Okay. Und diese Ausgabe ist jetzt praktisch nochmal neu rausgekommen. Ja. In gesammelter Form, in Hardcover-Form mit 8 dieser Bände. Ja. Mhm. Sieht auf jeden Fall schon krasse Zeichnung. Das Konzept. Ja. Kannst du ruhig weiterreden. Das Konzept dahinter ist halt das, dass Goofy in die Rollen entweder tatsächlich existierender Persönlichkeiten aus der Geschichte schlüpft oder auch Romanfiguren, bekannten. Und ein bisschen umgedrehtes Prinzip wie bei den normalen Mickey Mouse Goofy Geschichten, nämlich dass Goofy hier die Hauptperson ist und Mickey eher sein Sidekick ist. Oh, krass. Mhm. Ist das hier die Ausgabe, die dich dazu gebracht hat, so ein Goofy-Fanatiker zu werden? Weil man weiß ja auch also, von deinem Blog selber, dass du ziemlich Goofy-Fanatisch bist. Genau, die Reihe war das, die da ziemlich maßgeblich daran beteiligt war. Okay. Damals in meiner Jugend. Damals. Weißt du, was ich mich bei Goofy immer gefragt habe? Warum, und das ist, glaube ich, eine der Kernfragen, die man wahrscheinlich bei dem Universum immer hört, warum ist Goofy der Hund so anders als Pluto der Hund? Sind ja beides Hunde. Warum ist der eine ein Zwinger und der andere darf reden und verschiedene Anziehsachen anziehen? Das habe ich mich auch schon gefragt, aber eine passende Antwort noch nicht so wirklich gefunden. Es gibt aber eine schöne Episode, die möchte ich empfehlen an der Stelle. Und zwar ist es eine Episode aus der allerneuesten Mickey Mouse Shorts Reihe. Also man hat ja die Mickey Mouse Shorts nochmal neu gestartet. Das sind diese kurzen Cartoons mit Mickey Mouse, die es früher schon mal gab, in Schwarz-Weiß noch. Und jetzt hat man halt eine neue Serie entwickelt, die sich sehr an diesen alten Zeichenstil orientiert. Und in diesen Mickey Shorts gibt es halt eine Episode, die heißt die Hundeshow. Mhm. Und da ist Goofy maßgeblich dran beteiligt, dass Pluto nicht dran teilnehmen kann. Und Mickey stellt aber gewisse Parallelen zwischen beiden fest. Also muss Goofy anspringen. Maus. Ich hoffe, ich kriege jetzt kein Problem mit dem Hakenkreuz auf dem Cover, dann muss ich es leider zensieren. Aber es ist ja auch ein Band, der sich um historische Aufklärung bemüht. Maus ist sozusagen die Geschichte des Vaters von Art Spiegelmann. Der ist der Autor dieses Werkes von Vladek Spiegelmann und seine, wie er ins KZ gekommen ist, in Auschwitz und wie er nachher auch sozusagen dort geflohen ist. Und ich habe jetzt mal den ersten Band hängen, weil es gibt 2 Bände davon. Ich habe auch beide noch. Und diesen Band habe ich damals in der auch bei mir in der Bücherei gesehen. Das war einer der Bände, wo ich schon gedacht habe, so krass, was ist das denn? Und das ist das erste Mal gewesen, dass ich gemerkt habe, was können Comics eigentlich erzählen? Was ist möglich? Und ich meine, ich habe lange Zeit auch darunter gelitten, dass viele gesagt haben, Comics ist was für Kinder. Mhm. Und ich denke mal, du hast ihn ja wahrscheinlich auch selber gelesen. Oder du wirst ihn noch lesen. Weil ich werde ihn noch lesen. Okay. Leider ist der. Muss ich direkt mal. Nein. Ist auf jeden Fall etwas, wenn Leute mich fragen sollten, Comics ist doch was für Kinder, dann würde ich das hier automatisch aus meiner Tasche rausholen und sagen, ja, ist das über Kinder? Das sind die, es ist ein Werk, das sehr auch in den Metabereich geht, wo es um die Beziehung von Sohn und Vater geht. Es geht um die Querelen, die man hat damals zur Nazi-Zeit als Juden. Und hier werden halt Juden als Mäuse dargestellt und die Nazis als Katzen. Und diese Metaphern, die da mal drin stecken, die werden auch nochmal selber in den späteren Teilen hier noch mit drin erklärt. Und ganz ehrlich, also damals hat es mich echt umgeworfen und
Und ich gebe es jetzt auch ganz ehrlich zu, ich habe, nachdem ich diesen ersten Band durchgelesen habe, und da passiert ja noch nicht so viele krassen Sachen, habe ich aber wirklich ein bisschen geheult. Weil ich gedacht habe, auf der einen Seite, das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen krass, ich habe gedacht, krass, dass es sowas ein Comic kann, aber krass auch auf der anderen Seite, wie unmenschlich damals diese Zeit war. Und deswegen ist Maus für mich von der Art Spiegelmann meine Platz 3 der Comics, die man auf jeden Fall noch gelesen haben muss. Eine zwischenmenschliche Geschichte, kann man sagen, wenn es um eine Clique von Leuten geht, die nach Südfrankreich sich begibt, um dort eine Sonnenfinsternis zu sehen. Okay. Ja, das sind 6 Leute, 3 Männer, 3 Frauen, die kennen sich halt schon ziemlich, ziemlich lange, sind zum Teil untereinander auch verbandelt und die Geschichte greift im Grunde das Zwischenmenschliche, was in dieser Gruppe so stattfindet, auf und soll auch in gewisser Weise das eine oder andere, was vielleicht zwischen ihnen steht, aufräumen. Und darum geht es in diesem Band und das ist halt alles andere auch ebenfalls als ein Comic für Kinder. Du kannst auch gerne mal reinblättern. Ja, gerne. Es ist in Schwarz-Weiß gehalten und wie gesagt, erzählt halt ja, von der Reise dahin und von den Begebenheiten, die dann vor Ort stattfinden und genau, und bis dann halt die Sonnenfinsternis selbst stattfindet. Ja. Oh, das ist auf jeden Fall ein sehr dynamischer Zeichenstil, wenn ich mir dann so angucke, das, was mir schon persönlich gefällt, wenn es so ein bisschen dynamischer ist. Ja. Das, was hat dich bei der Sache hier am meisten mitgenommen? Also was sagt das, was sagt dieses Werk aus, sagt so der Germanistik-Student, der eben auch mitkommt? Was mich tatsächlich am meisten fasziniert hat an dem Band, ist halt, dass ein Comic auch mal was anderes erzählen kann, wo halt überhaupt keine Action im Vordergrund steht oder irgendwelche tiefst dramatischen Geschichten in dem Sinne, sondern halt auch mal das in Anführungszeichen normale Leben. Ja. Ja. Hat so ein bisschen Seifenoper-Charakter, gebe ich ganz ehrlich zu, aber auch das kann man mal in Comicform lesen und es wird nicht so schnulzig übertrieben. Okay. Wenn ich jetzt ganz beschwingt... Oh Gott, oh Gott. Ja, oh ja, Gott, oh Gott. Ich hab's ja gesagt. Ich geh mal sehr gut. Ich versuche eins von diesen Dingern rauszukriegen. Dieser Riesenschinken ist die Gesamtausgabe. Warte mal. Genau. Die Gesamtausgabe von Calvin und Hobbes. Und es ist mega schwer. Ich glaube, es sind 25 Kilo. Ich weiß es gerade nicht. Kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Es ist auch noch die englische Gesamtausgabe. Ich bin riesengroßer Fan von dem kleinen Jungen mit seinem Plüschtiger. Und die Geschichte hinter Calvin und Hobbes ist ein Künstler. Das ist, ich liebe es mit Namen, ist Bill Watterson. Oh, muss ich mal nachgucken, stand nicht drin. der als Künstler von sich selber auch gesagt hat, mich interessiert der Merchandise ein Scheiß. Also es gibt kein offizielles Calvin Hobbes Shirt, Figur, sonst irgendwas. Man hat zwar Calvin zum Beispiel öfters den Jungen schon mal gesehen mit auf Autos hinten zum Beispiel, lustigerweise, oder auch als punkiges Graffiti, aber es gibt kein offizielles. Es ist aber auch nur so eine Nebengeschichte dabei. Calvin Hobbes hat einen absolut krassen, ich versuch's mal kurz zu sagen, absolut krassen, dynamischen Zeichenstil, ist ein Comic-Strip. Das heißt nichts anderes als, achso, ich kann es dir auch mal geben, muss mal gucken, es geht ein bisschen aus dem Rahmen, merke ich gerade. Das ist ein Comicstrip. Ein Comicstrip in den USA ist basiert darauf, dass es 6 Tage die Woche erscheint, von Montag bis Samstag mit normalen, vielleicht 4-paneligen, also 4 Bilderstrips. Und dann am Sonntag gibt es dann meistens eine etwas farbige Edition, die über eine halbe Seite geht. Und wie Calvin und Hobbes zusammen agieren, also er sieht auch nur diesen Plüschtiger, der immer nur lebendig wird, wenn keiner mit dabei ist. Das Geheimnis hat er nie aufgeklärt, wie sein Vater und seine Mutter, deren Namen man nie erfährt, wie die mit dem interagieren, wie seine Grundschullehrerin mit ihm sozusagen, und was für eine Fantasie dieser Junge hat. Calvin ist für mich, ganz ehrlich, dieser Junge mit seiner Fantasie immer ein Vorbild für mich selber gewesen. Und ist sozusagen, stellt so ein bisschen mein inneres Kind dar. Und Calvin Hobbes kennst du selber wahrscheinlich auch, ne? Ja. Hast du viel von denen gelesen oder weniger? Sind das noch Comics? Ich habe auch die komplette Edition zu Hause, allerdings dann die deutsche Ausgabe. Du Glücklicher. Und aber viel gelesen habe ich
Also ich hab's bisher auch noch nicht großartig weiterlesen können, die gesammelten Werke. Aber hin und wieder früher schon in den Zeitungen auf jeden Fall. Ja. Weil auch bei uns kommt es halt in der Samstagsausgabe zum Beispiel sehr häufig. Immer noch? Ja. Oh, krass. Mhm. Und zwar ist es die Geschichte um Hasch. Hasch, okay. Ja. Es ist eine Geschichte, die vor ein paar Jahren jetzt irgendwann mal rauskam. Es war als 12-teilig, ne? 12-teilig. 12 Teile waren es, glaube ich. Oder? Ich will jetzt gar nicht 20 sagen. Jedenfalls, also es war so eine Storyline, geschrieben von Jeff Lieb und gezeichnet von Jim Lee damals. Und es ging praktisch darum, dass Batman praktisch konfrontiert wurde, zum einen mit einem alten Schulfreund oder Kindheitsfreund, sagen wir mal so, und einem neuen Gegner, der es geschafft hat, seine üblichen Gegner um sich zu scharen und die halt gesammelt gegen so Batman antreten zu lassen. Typische Batman-Gegner wie Poison Ivy oder Mr. Freeze wahrscheinlich? Mr. Freeze war da, glaube ich, gar nicht. Aber so, Joker war auf jeden Fall dabei, Killer Croc war dabei, genau. Und so weiter und so fort. Und diese spezielle Ausgabe, die ich jetzt hier habe, ist die sogenannte Unwrapped Edition. Okay. Das heißt, also hier sieht man die klaren Bleistiftzeichnungen von Jim Lee abgedruckt. Und, ja. Das heißt, du hast die fertig ausgestaltete Ausgabe eigentlich schon zu Hause. Das ist eigentlich nur ein Sammlerstück, dass man nochmal die Bleistiftzeichnung davon haben will. Also das ist eine der Batman-Geschichten, die am kontroversesten zum einen auch diskutiert wurden, weil die Auflösung dahinter so ein bisschen kontrovers halt aufgenommen wurde. Ja. Aber die auch tolle Twists und schockende Momente drin hatte. Ja. Und halt so eine klassische Jeff Loeb Detektivgeschichte auch beinhaltet. Weil Comics gerne synonym gesetzt wird für Comics, sind entweder Mickey Mouse oder Superheld. Da bin ich ja froh, dass du ein Goofy-Band und ein Superheldenband mitgebracht hast. Das ist wieder nicht das Jahr. Ja, einer muss ja für die Klischees. Nein, also das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich finde es halt nur schade, weil ich habe ja gerade die Werke gezeigt, wo ich denke, dass auch noch Comics nebenher noch in anderen Medien funktionieren. Aber ich bin auch großer Superhelden-Fan, da habe ich auch selber was mit durchgemacht. Auch Batman kann ich total nachvollziehen. Wenn ich einen Batman-Comic rausnehmen müsste, den ich empfehlen müsste in die Richtung, wäre es The Killing Joke. Mhm. Da geht es darum, dass der Joker Commissioner Gordon festnimmt und Batman dann so ein bisschen... Passieren noch andere Dinge, die ich jetzt mal nicht spoilern möchte. Ich habe Haber Hasch auch gelesen und muss auch sagen, ich fand es auch gut gemacht. Ich finde es halt manchmal ein bisschen gewollt, dass man versucht, Personen aus der Vergangenheit mit einzubauen, wo man so denkt, ach, das ist jetzt ein bisschen das konstruiert. Das mit kontrovers mal der. Genau. Aber das wäre auch so ein Comic, wo ich Leute zeigen könnte, hey, Comics, auch wenn Superhelden sind und wenn da auch viele Superhelden-Sachen drin vorkommen, ne, Helden-Sachen kann man fast mehr Sachen, können die, wenn die spannend erzählt sind, auch sehr gut unterhalten. Und Hasch hat mich auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Ich bin großer Fan von der Comic-Kunst an sich. Das hat Stefan, glaube ich, jetzt bei meinem Glaber auch von mir ein bisschen gemerkt. Ich möchte Scott McClouds Comics richtig lesen vorstellen. Das ist das erste Werk, das ich gelesen habe und nachher gedacht habe, meine Fresse, das habe ich alles gar nicht so verstanden, als ich Comics gelesen habe. Ich habe nämlich... auch früher angefangen, Mickey Mouse und sowas, weil es irgendwie war es lustig, die Geschichten hier drin stehen. Was Donald Duck gemacht hat, was Goofy gemacht hat, was Mickey Mouse gemacht hat, das konnte man alles sehr gut lesen, aber ich habe niemals gedacht, dass da so viel dahinter steckt. Ich gebe dir mal, ich meine, du kennst ja auch. In Scott McClouds Comics richtig lesen, ist im Endeffekt versucht worden, die Theorie, wie Comics funktionieren, darzustellen. Und ungelogen, dieses Werk habe ich bestimmt, erstmal habe ich es in zwei Editionen, ich glaube sogar mittlerweile in drei Editionen da. Da ist nämlich bei mir auch der Sammler mit drin. Es gibt eine Edition, da ist die erste Seite nicht dabei, dieses Vorwort, wo Scott McCloud seinen Freund anruft. Genau, ich habe nur eine weiter, glaube ich. Die kommt da nicht. Da telefoniert er mit seinem Freund und da wird also ein bisschen die Unverständnis, wie man mit, warum er jetzt was über Comics schreiben müsste, darstellt, sehr gut gemacht. Und ich hatte eine Ausgabe, da fehlte das. Und das hat mich so geärgert, dass ich genau diese Ausgabe wieder haben wollte und mir sogar noch die englische geholt habe. Er
bringt dort die Theorie hinter Comics für mich und das auch noch mit einem Comic selber so prägnant auf den Punkt, dass ich gerne mit Leuten immer noch gerne diskutiere, ob das, was er da geschrieben hat, wirklich so bahnbrechend ist. Und für mich, natürlich gab es Leute, die vor Theorien gemacht haben. Will Eisner hat zum Beispiel Comics in Sequential Art gemacht auf Englisch, wo es genau auch um diese Wirkungsweisen geht. Aber so gut dargestellt in so einem Comic, habe ich das noch nie gesehen. Und so unterhalten vor allem. Das ist das Wichtige. Es ist ja eigentlich pure Wissenschaft. Also Wissenschaft. Es ist so ein bisschen das Beschreiben von Comics. So unterhaltsam gemacht, dass ich da einfach wirklich nur sagen kann, Hut ab. Ich hab's wirklich in dreistelliger Anzahl durchgelesen. Einfach, weil ich mir immer wieder gedacht habe, wie krass das ist, dass man sowas immer durch kann. Und ich habe sogar Scott McCloud zu diesem Thema in meinem rotten Englisch, meinem schlechten Englisch mal angeschrieben. Ich glaube, er hat nichts verstanden, weil er auch sehr kurz geantwortet. Aber der Mann ist für mich echt ein Vorbild und hat danach noch weitere Werke gemacht, die sich um Internet und Comics dreht und einmal auch sogar, wie man Comics richtig macht. Und er hat jetzt sogar letztens einen eigenen Comic wieder, einen fiktiven, wieder rausgebracht, den ich auch sehr empfehlen kann. Comic Nummer 1, also ich, falls ich jetzt wirklich anfange, hier in Euphorie auszubrechen, Comic Nummer 1 bei mir, kommt nichts drüber, ich lasse auch nichts an den kommen, weil meiner Meinung nach hat es einfach so gut erklärt. Ich hab gehört, es gibt Menschen, das ist ja auch völlig okay, das ist ja ein Meinungsdiskurs, die sagen, ah, was Gott, wer klaut der Mann macht, das hat ja der Will Eisner vorher schon gemacht, oder das ist ja auch alles nichts Neues, oder vielleicht auch sehr spekulativ. Hast du es selber gelesen, oder hat dich nicht so interessiert? Ich merke schon, wir haben unsere Empfehlungen alle miteinander getaktet. Ja. Steffen, tut mir leid, aber lies es dir doch mal durch. Ja, mach ich doch jetzt. Du hast es mir doch jetzt empfohlen. Ich muss es dir einfach sagen. Du willst auch wissen, was du da liest. Ja. Du kannst nicht immer nur Batman vom Dach fallen sehen. Du musst auch wissen, warum Batman vom Dach fällt. Nein, Spaß. Gut, ja. Das sind unsere drei Comics, die wir definitiv empfehlen möchten. Danke, Steffen, dass du da warst und die dir vorgestellt hast. Verschwinde jetzt bitte wieder. Nein, Spaß. Stopp. Oh Gott. Für die Zuschauer vom Comicer verlose ich oder gebe ich zur Verlosung frei an den Basti den ersten Band. Aber das ist doch das, wo du gesagt hast, damit hättest du dann den. Aber da hast du eine zweite Ausgabe davon. Das ist seine Ausgabe. Er hat keine weitere. Das ist sein Herz. Ich würde es nicht hergeben. Steffen Liebschner verlost sein Herz. Ja, ich möchte gerne. Ich möchte gerne, dass das auch andere lesen und vielleicht auch so die Comics für sich entdecken. Ich bin jetzt gerade ein bisschen baff, dass du es auf meinem Kanal machen willst. Ich meine, hätte es ja auch bei den Comic-Cookies machen können, aber ich bin, wenn ich es euch nicht verlose, behalte ich es übrigens selber. Nein, finde ich eine nette Idee. Also ich wusste jetzt echt nichts davon. Ich finde das super. Wenn ihr Goofy haben wollt, dann überlege ich mir noch eine kleine lustige Sache. Nee, ich habe eine lustige Sache. Du hast eine lustige Sache. Entschuldigung. Du hast ja das Ding dabei. Man könnte es jetzt einfach machen und sagen, sagt mir doch mal, warum euch Goofy gefällt, aber das wäre zu einfach. Ich möchte gerne wissen, wenn Leute, ihr eine geschichtliche Figur sein möchtet oder könntet, oder vielleicht eine fiktive Figur auch, welche wäre das? Bitte in die Kommentare und ja. Okay, wir machen auch noch einen extra Aufruf dazu, damit das nochmal im kurzen Video, weil die Leute, die jetzt schon eingeschlafen sind während der langen Eloge von mir und dir, die jetzt mit dem Gewinnspiel gar nicht mehr fest mitbekommen haben, den machen wir noch ein extra Video dazu. Die durchgehalten haben. Die durchgehalten haben, die kriegen die Chance darauf. Steffen Liebschner ist hart, meine Damen. Ja, es geht um Goofy. Vielleicht macht ja auch einfach keiner mit und dann habe ich wirklich ein neues Exemplar. Ja, wenn keiner mit, dann darfst du dich drüber freuen. Also, er hat gehört, welche historische Figur möchtet ihr gerne sein? Oder fiktive Romanfigur. Ja. Und ihr, kannst du ja noch reinschreiben? Also, was soll ich da reinschreiben? Autogramm. Ich schreibe doch da kein Autogramm. Dann machen wir noch ein kleines Briefchen da rein. Das können wir gerne machen, mit einem freundlichen Gruß von mir. Ich mal auf jeden Fall irgendwo mittendrin Goofy ein Hitlerbärtchen. Nein. Nein, das war ein Spaß. Ich werde dieses Buch nicht verschandeln und du auch nicht. Nein, also ihr könnt... Lege ich dich übers Knie, Freundchen. Das war's, ihr könnt Goofy gewinnen. Danke, Steffen, dafür. Danke nochmal für diesen Gewinn. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Gut. Wenn euch mein Video gefallen hat zu den drei Comics, die ihr gelesen haben müsst, dann schaut euch doch mal auch mein Video an mit den 7 Süßigkeiten, die eure Kindheit geprägt haben. Dann hab ich das immer so gemacht, dass die hier so abgebissen habe. Ich ruhe erstmal vor euch.
Und vergesst nicht, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Oder besucht mal meine anderen Social-Media-Auftritte, zum Beispiel auf Facebook unter fb.com der Komiker oder auf Twitter, folgt mir da unter twitter.com der Komiker.